Hallo liebe User, hier ist der Olli vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz vorstellen. In Amneville, nicht weit von Metz entfernt. Das ist die Einfahrt mit einer Schranke und einem Kassenautomat. Hier befindet sich gleich eine Pizzeria. Etwas weiter da hinten eine Sushi-Bar. Leider haben wir hier im Moment eine Baustelle, aber die werden ja nicht die ganze Nacht hier arbeiten. So, jetzt gehen wir mal zum Kassenautomat. Bonjour. Hier ist ein Kassenautomat mehrsprachig. Man muss diese Karte haben, um hier einfahren zu können. Kann man hier sich besorgen, wenn man sie nicht hat? Wir haben die schon länger. Kann man mit der Karte, man kann sie aufladen und dann auf 300 verschiedene Plätze benutzen. Sollte mal etwas nicht klappen, hier ist eine Telefonnummer. Es gibt auch eine App, über die man Plätze suchen kann. So, hat man bezahlt, dann hält man die Karte hier vorne vor. Es öffnet sich die Schranke und man kann einfahren. Bei der Ausfahrt macht man das Gleiche auf dieser Seite. So, hier ist ein Schild, die Anzahl der Plätze. Ich sehe 32, Entschuldigung. Der Platz hat wie viel? 32 Plätze, Hunde an der Leine. Keine Wohnwagen, noch irgendwelche anderen Informationen hier. Und da ist der Ort, wenn man nicht weiß, wie er geschrieben wird. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. So, dann gehen wir mal Richtung Stellplätze. Hier sind Plätze. Da vorne ist die Entsorgung, da kommen wir gleich noch zu. Wenn man diese Straße reinfährt, gibt es noch Plätze, einige mit Stromsäule und 4 oder 5 Plätze, die haben dann keinen Strom oder man hat einen langen Kabel. So, hier kann man dann rausfahren. Die Plätze sind sehr großzügig bemessen. So circa 5 mal 10 Meter. Ich benutze gerade mein neues Equipment. Ich hoffe, dass die Geräuschentwicklung nicht so hoch ist. Die Fähr- und Entsorgung zeige ich euch gleich. Bonjour. So, da ist Hollis zu Hause. Ich will jetzt auch nicht auf jedes einzelne Mobil halten. Ich hoffe, dass man mich mit dem neuen Equipment gut versteht. Und vorne ist auch noch ein Restaurant. So. Dann gehen wir mal zur Fähr- und Entsorgung. Da vorne dieses kleine Häuschen ist die öffentliche Toilette. Da muss man 50 Cent reinschmeißen, dann öffnet sich die Tür. Und man kann seine Geschäfte erledigen. So, hier ist die Fähr- und Entsorgung. In der Mitte der Einlass mit einem Gitterrost. Hier kann man sich Wasser zapfen. Man muss hier einen Zahlencode eingeben und die Karte oder die Karte davor halten. Und hier ist Potapotti-Entleerung. Da vorne neben diesem kleinen Auto stehen die Mülltonnen. Jetzt zeige ich euch noch die öffentliche Toilette, wer es braucht. So, hier ist... Es steht sogar in Deutsch drauf. Die Summe X hier rein, für Männlein, Weiblein gleich.
ist jetzt nicht groß, ist öffentlich, gehört aber wohl zum Platz. Ganz in der Nähe ist eine Therme. Und zwar da hinten. Schauen wir mal. Ja, hier ist ein öffentlicher Parkplatz, aber das beruhigt sich alles am Abend. Und die der Baustellenlärm ist dann auch weg. So, liebe User, hier nochmal die Fähr- und Entsorgung. Das war's dann mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Wenn nicht, sagt mir, was ich verbessern oder verändern kann. Euer Holly vom Stellplatzführer.de. Danke, ciao.